Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, da führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein. Nicht mehr, Leute!
nicht wahr sein. Von meinem Bruder geht gut ab und das alles dank Blumen. Ach, vergiss es! Die Wirtschaft hat der neue Markt ist wieder da. Ein Hammer. Ein total verrückter Hammer. Ehrlich? Du musst unbedingt eine probieren. Du siehst verrückte Blumen. Oh, und Roboter. Roboter? Jetzt komm. Ist völlig harmlos. Oh, das Beste habe ich fast vergessen. Ganz richtig. Guck mal da! So was Albernes! Das ist die Gegend. Jetzt muss ich nur noch diesen Kaffee. Ich hab dir gesagt, lass die Kopf da raus und trotzdem! Weil du mich geschlagen hast! Ja, was willst du? Du bist jetzt schon echt lang da drin. Ist alles okay? Matt, Liebling? Willst du darüber reden, was gerade bei dir los ist mit deinem Körper? Oder besprichst du das lieber mit deinem Vater? Wäre das vielleicht eine gute Idee? Also gut, warte auf deinen Vater. So machen wir's. Hat dieses Arschloch. Thank you.
Ich hab schon echt schlimme Augen. Was für ein Problem? Der Strecke hört uns allen. Gut. Körperlich geht's ihr gut. Aber ich mache mir irgendwie Sorgen um ihren Kopf. Sie ist total obsessiv. Geht ja auch schon ewig so. Sicher, und sie hat viel durchgemacht, aber ich weiß nicht, ob ich durchhalte. Keine Ahnung, wie ich es ihr sagen soll. Solltest du aber? Ich weiß, ich hasse das. Zuerst war ich ja dafür, aber jetzt... Und Mann, das kostet so viel. 25 Riesen für Fruchtbarkeitsbehandlungen. Ich wette, das ist dieser Rächer, von dem Sie berichtet haben. Jemand Lust auf ein kleines Spielchen? Ein Freundschaftsspiel? Ich bin fast jeden Tag hier. Ich habe die Figuren schon aufgestellt. Was möchten Sie spielen? Und los. Schach.
Sehr enttäuschend. Noch ein Versuch? Idiot. Damit ein Verlag Interesse zeigt. Die haben sein Gesicht unkenntlich gemacht und die Stimme verzerrt. Er meint, es gibt ein ganzes Netzwerk von denen. Alles Auftragsarbeiter. Hacken, Leute bedrohen, sogar Mord. Alles hier in Chicago. Und schreibt er ein Buch? Ja. Mehrere Mitglieder des Chicago South.
Konferenzraum gerufen. Ich hab euch gesagt, 2 Jahre. Was soll denn das? Hier ist auf jeden Fall was. Komm schon, komm schon. Nicht schlecht für einen von der Southside, was? Die Stadt wird sich noch wundern. Ich bin ja egal.